Okay, dann fangen wir einfach mal an. Ich habe hier so ein paar Folien vorbereitet. Bin dumm. Und ich habe ja meine gute Kalkulation gehabt. Was in seinem Verhüterchen wieder? Bam. Ja, also, zweites Melik Meetup. Heute über Log-Analyse. So eine kleine Einführung. Wie viele von euch haben das schon mal benutzt, so Logstash oder irgendwie einen Log-Analytics-Stack? Jetzt Splunk zum Beispiel, oder das habe ich noch nie benutzt, ehrlich gesagt, aber das kostet ja auch ein Heidengeld, ne? Kann ich mir nicht leisten. Wir setzen jetzt gerade Greylog ein. Greylog, ja. Wie man da jetzt Log-Analyse macht, das wäre noch herauszufinden. Ja, Greylog, da kann ich Kotmann. Was ist er denn? CEO, CTO? Irgendwas. Lennart. Lennart, genau. Habe ich mal auf einer Konferenz getroffen. Ja, klar, also aber das Logstash ist eigentlich relativ ähnlich zu Greylog. Nur dass Greylog ja so ein, ein Produkt ist, was man kaufen kann und man hat da nicht so viele Einblicke wie in Logstash. Logstash ist halt, da kannst du auseinandernehmen, wieder zusammenbauen und kannst deine eigenen kleinen Filter und sowas programmieren. Das sehen wir nachher noch. Also ist ein bisschen mächtiger, aber dadurch, dass es halt mächtiger ist, glaube ich, ist es halt auch ein bisschen komplizierter vielleicht. Man verliert sich vielleicht in Sachen. Bei Greylog ist, glaube ich, nicht so der Fall. Das funktioniert halt und es hat halt einen Scope und dieser Scope wird halt gut abgefrühstückt. Und bei Logstash muss man sich halt um viel selber kümmern. Das wäre ein Unterschied. Aber also nochmal kurz, also ich benutze Docker, ihr habt das ja gerade schon gesehen. Ich habe halt so ein kleines Environment mit zusammengebastelt, nenne ich Kniep Terminal. Da kann ich halt verschiedene Stacks ganz einfach als Docker-Container halt hochjagen. Und weil man natürlich nicht so viel auf der Bash rumhacken will und diese ganzen Kommandos für den Start eines Containers so nacheinander abfrühstücken will, gibt es halt eine wunderbare Alternative, um halt nicht nur Bash-Kommandos rauszujagen, sondern man kann mit Docker Compose einzelne Docker-Stacks aus mehreren Containern einfach in so einem YAML-File beschreiben. Und dann mit einem Kommando diesen ganzen Stack hochfahren. Der macht dann im Hintergrund, startet halt die Container mit den richtigen Optionen und das ist halt ein bisschen übersichtlicher als einfach so Docker Run einzugeben. Also, wenn man zum Beispiel einen Webserver hat und einen Datenbank-Server, also meinetwegen WordPress zum Beispiel laufen lassen will, dann macht man das ja, man kann es natürlich im einen Container machen, aber wenn man halt cooles Kit sein will, dann macht man das in zwei Containern, einen für den Webserver und einen für den Datenbankserver. Und den Datenbankserver muss man natürlich davor starten und dann kann man diese beiden Container zusammenlinken. Und dann ja, muss halt natürlich der eine vor dem anderen gestartet werden und durch das Linken werden Environment-Variablen in das Kind quasi, also in den, der auf den, von dem gelinkt wird, Environment-Variablen werden dann eingetragen. Per Hand sieht das so aus. Ich mache halt Docker Run, minus D, dann wird er halt im Detection Mode gestartet, dann gebe ich dem Namen, gebe ich einen Hostname und so weiter, gebe halt einen Port an und ja, DNS wird das jetzt für diesen Fall nicht relevant. Also das ist hier jetzt nicht relevant, das wäre auch nicht relevant, das wäre relevant, also ich muss einen Port abgeben. Und wenn ich dann einen zweiten Container starte, der nennt sich jetzt hier Terminal und einen Link setze, also minus minus Link, Konsole, Konsole. Dann wird in dem Container werden Umgebungsvariablen gesetzt. Also hier ist natürlich ein super kurzweiliges Beispiel, weil jetzt habe ich halt hier noch einen anderen Container gestartet. Der Name, der hier jetzt steht, Master, und hier in diesem Fall wäre es der Konsul, der ist halt hier dieses rote. Ja, also in dem Container sind jetzt die Umgebungsvariablen, heißt natürlich nicht Master, sondern Konsul. Und dann werden freigegebene Ports. Jetzt hier in diesem Fall war es 80, da oben wäre es halt 8500, werden dann mit dieser Nomenklatur angegeben. Also man hat dann den Namen, wie man es verlinkt hat. Wenn es eine Datenbank wäre, dann wird man den vielleicht mit DB verlinken. Und dann wird halt DB-Port-Port, der benutzt wird, kann man dann halt, diese Umgebungsvariablen kann man dann innerhalb von seinen Superskripten nutzen. Und das mache ich halt extensiv sozusagen. Und so muss man sich dann halt nicht groß Gedanken machen, dass der Webserver seinen Datenbankserver findet. Man muss ihn ja irgendwie
muss er ja wissen, auf welche IP-Adresse er gucken soll. Und mit diesem Verlinken kann man dann die Umgebungsvariablen halt definieren und den Container dann innerhalb steuern. Das ist ganz nett gemacht. Genau. Und natürlich diese Befehle, man sieht, es sehr lang. Man kann das auch so umschreiben. Also das ist jetzt ein Docker-Compose-File, ist im YAML-Format. Und da habe ich halt diese ganzen Optionen, die ich jetzt hier vorne drin hatte. Bam. Zum Beispiel den Namen, den Hostname und so weiter. Das ist alles jetzt in dem Akku-Alle von dem Teil. Alles in diesem YAML-Format drin. Also das hier ist jetzt der Name, Konsul. Dann, das ist ja selbsterklärend, Image ist halt dieses und Ports kann man dann hier definieren und so weiter. Und das ist sehr übersichtlich. Und das ganze Ding feuert man dann einfach mit einem Kommando hier, compose up minus d, dann wird es halt im Detached-Mode gestartet. Startet das dann jetzt die jeweiligen einzelnen Container. Und das Coole daran ist auch noch, weiß ich gar nicht welcher Version, aber seit ein paar Versionen, dass es halt eine Potent ist. Also ich kann jetzt diesen Befehl, theoretisch könnte ich den in einem Cronjob laufen lassen und wenn der Container jetzt schon gestartet ist, dann würde er ihn halt nicht starten. Und wenn man einen neuen Container erstellt hat, also jetzt zum Beispiel dieses Qt Terminal, wenn ich dann eine neue Version von erstellt habe und dann compose-up-d ausführe, dann würde er den Container neu starten mit dem neuen Image. Das ist auch ganz nett. Ja, was ich damit mache, ist, ich habe jetzt in meinen unterschiedlichen GitHub-Repositories von den verschiedenen Containern, die ich habe, und auch so ein paar andere noch, also ich habe so ein Orchestra-GitHub-Repository, da sind halt so verschiedene Stacks einfach drin, das habe ich ja gerade auch gezeigt, das RocketChat zum Beispiel ist damit drin. Und in diesen ganzen Image-Repositories, wo das Docker-File halt liegt, aus dem ein Docker-Container gestartet gebaut wurde, habe ich überall ein Docker-Compose-File drin liegen, wo man dann sagen kann, okay, du kannst das halt so starten. Und das ist dann quasi so ein Hello World für das Image. Zum Beispiel hat der Kibana oder hier der Elasticsearch oder wie auch immer irgendein Stack, der halt noch einen anderen Container braucht, um zu funktionieren. Das steht dann halt alles in dem Docker-Compose-File drin. Und man kann dann einfach sich das Repository auschecken, Compose up machen und dann hat man halt gleich einmal, kann man sich das anschauen und muss nicht erst überlegen und im Internet suchen, wie kann ich denn dieses Ding jetzt überhaupt starten und was kann ich damit machen, sondern das ist halt alles so ganz nett zu nutzen. Genau, dann kurz, das soll jetzt halt nicht ein Docker-Meetup werden, aber noch kurz, was ich halt bei mir in diesen Stacks, die ich halt benutze und die ich heute halt auch benutze und letztes Mal auch schon benutzt habe. Da nutze ich halt Konsul extensiv. Konsul, kennt ihr das? Kennt das von euch dreien? Ja. Das ist der Backbone, auf dem das Qt Terminal beruht und es ist halt ein Health Check Service Discovery DNS Server Key Value Store. Ja. Also es ist sowas wie Nagios und man kann Checks definieren und sagen, ich habe hier halt einen Webserver laufen und check doch mal bitte, dass der Port 80 lauscht. Oder dass irgendwas auf Port 80 lauscht und dann kann man halt sagen, der Service ist up oder down oder warning. Also wie bei Nagios kann man ja auch diese Checks-Skripte definieren und wenn die mit Errorcode 0 rausgehen, dann ist halt okay. Wenn die mit 1 rausgehen, ist warning, wenn mit 2 rausgehen, ist critical und wenn sie Errorcode irgendwas anderes haben, ist auch critical. Das hier in diesem Fall. Und das macht halt Konsul, also auch. Und es ist ein Key-Value-Store, wo halt alle Services, die man definiert hat, eingetragen. Das zeige ich auch gleich nochmal kurz. Dann könnt ihr das sehen. Also man definiert ganz simpel Services und sagt, ich habe einen Webserver, der lauscht auf Port 80 und bitte führe diesen Check aus, um zu gucken, ob der healthy ist oder nicht. Und dieses JSON-Blob, also das ist ein JSON geschrieben, JSON-Blob, schmeißt man dann ein gewisses Verzeichnis rein, lädt den Konsul-Daemon einmal neu oder reload, lädt die Konfiguration neu und dann hat man halt diesen Service definiert. Das kann ich auch kurz mal zeigen. Und es ist halt super für so Microservice Architecture, also man muss natürlich auch ein paar Passwörter reinbringen. Also wenn ich halt, was wie vorhin gesagt, wenn ich jetzt einen Webserver habe und einen Datenbankserver und noch einen FTP-Server oder was auch immer ich da alles habe, dann kann ich das einmal mit diesen Links natürlich machen, die bei Docker schon mitkommen. Oder ich kann halt ein Tool nehmen, was halt so Service Discovery mir gibt, wo ich dann einfach mit einem DNS-Namen sagen kann, ich will halt mongodb.service.consul einfach in meine Konfiguration reinschreiben und auch überhaupt nicht wissen, welche IP-Adresse sich dahinter verbirgt. Und das kann man mit Consul halt super machen.
Und der Nachteil oder der Vorteil gegenüber diesen Docker-Links ist, wenn ich jetzt den Datenbank-Server, den ich vorhin geschrieben habe, also ich habe wie gesagt Webserver und Datenbank-Server, der Webserver linkt den Datenbank-Server, dann, wenn ich den Datenbank-Server neu starte, dann ist natürlich dieser Link hin. Ne? Also das ist natürlich dann nicht so ganz so clever. Und bei Consul, da ist halt dieses ganze Gelinke nicht, sondern ich habe halt einfach nur, ich definiere mir einen DNS-Namen, dadurch, dass ich einfach einen Service generiere und dieser DNS-Name ist dann halt überall gültig. Das zeige ich jetzt mal kurz. So sieht es dann aus. Also ich habe jetzt hier einen Consul-Container und einen Terminal-Container. Jetzt mache ich das mal kurz ein bisschen plastisch. So, wir haben ja gerade nicht ganz so klar ausgedrückt. Also wir haben hier wieder einen Docker-File, ja, Compose-File. Also das ist quasi das, was ich gerade auch gezeigt habe. Dann mache ich Docker Compose up minus D. Er macht halt die beiden Container. Dann hole ich mir eine Bash oder erstelle ich mir eine Bash hier in den Docker-Container. Ja, so, und wenn ich jetzt hier dieses. Und es bringt halt noch so ein nettes pastellfarbenes Webinterface mit. Und jetzt kann ich hier halt sehen, ich habe halt hier zwei Knoten, einmal Consul, einmal Terminal. Der Consul hat einen Service, nämlich hier Consul, sich selbst quasi. Und der Terminal hat noch gar keinen Service. Der hat halt einfach nur diesen Daemon da laufen, also man sieht das hier jetzt auch, das ist der Consul Agent, der läuft halt hier und ähnlich wie bei Docker ist es gleichzeitig, also es ist halt der Agent und es ist halt also es ist ein Client und es ist auch gleichzeitig der so ein Tool, womit man dann Abfragen machen kann in Consul. Also wenn das muss ich schreiben. Also ich sehe hier halt der Consul Server, der Consul Docker Container läuft als Server und der Agent hier läuft halt als Client. Und jetzt gibt es hier ein wunderbares Verzeichnis, Consul D, das ist noch leer. Ne, ist nicht leer, es checkt syslog. Ich habe jetzt hier mir einen Service-Check definiert, ja, der sagt halt, er ist halt syslog, er lauscht auf Port 514 und er checkt halt einfach nur, ob Supervisor Control Status er syslog running ist. Der sollte quasi okay sein. Wenn ich jetzt noch einen zweiten Service definieren will, ich habe das schon mal vorbereitet hier. Test. Zack. Da definiere ich jetzt drei Services. Einmal IC0. Der lauscht, der sagt, er hat den Port hier, 20.150. Und der Test ist einfach nur ein Exit 0. Dann habe ich einen zweiten Test, Test 1 oder IC1, der macht den Exit-Code 1 und noch einen dritten, der macht den Exit-Code 2. Und dann können wir mal schauen, wie das dann aussieht. Und wenn ich jetzt mal Console Reload mache, dann zieht er sich hier die neue Konfiguration. Und wenn ich dann hier Reload mache, dann habe ich jetzt drei Services hier, IC0, 1 und 2. IC0 ist Passing, IC2 ist Warning, ja, IC1 ist Warning und IC2 ist Critical. Und ja, dann wird, wenn er critical ist, wird Standard Error ausgegeben. Und da ich jetzt ja Echo gemacht habe, läuft das halt auf Standard Out. Das ist mir letztes Mal schon aufgefallen. Und ich habe es nicht korrigiert. Naja, aber der würde, wenn ich das jetzt auf Standard Error umleiten würde, würde es halt auch gezeigt. Und ja, und mir gefallen sowieso immer Tools, wo ich halt keine Ahnung von haben muss und es einfach nutzen kann. Also wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt irgendwie einen Experten, der einen Webserver betreiben will, in diesen Containern, dann kann er einfach einen JSON-Blob da definieren und sagen, mein Service heißt halt so, hat halt diesen Port und das ist der Check, den du ausführst, damit du weißt, ob ich Warning, okay oder Critical bin. Und dann muss ich halt den ganzen anderen Kram nicht kümmern. Dann wird einmal ein Consul Reload gemacht und dann ist halt dieser Test da. Genau, und was jetzt halt hier das Coole daran ist, man hat halt einmal diesen Test, also er sagt halt einfach, man hat dieses Webinterface, man kann halt gucken, welche Services sind up und down und man kann das halt dann auch über das ganze Cluster sehen. Dann hat man einen REST-API, man kann halt diese ganzen Informationen sich über so eine REST-Schnittstelle anzeigen lassen. Also man macht halt einen Curl auf Catalog Services und der zeigt dann alle Services an. Mit den verschiedenen Tags, die ich da gegeben habe. Also hier habe ich also Tags vergeben, Cloud Critical. Und wenn ich dann einen speziellen Service mir anschauen will, kann ich das auch machen.
dann mache ich halt einfach Katalog, Service, Test, Dings Name, Service Name und dann kriege ich halt die Informationen. Das ist ganz cool. Und als kleines Goodie noch, ich habe ja, vorhin habe ich es einfach mal so übergangen, aber ich habe den Name-Server hier auf Localhost gesetzt und das habe ich deswegen gemacht, weil Consul auch gleichzeitig noch ein DNS-Interface anbietet und man dann die ganzen Einträge, die ganzen Services auch über DNS abfragen kann. Also wenn ich jetzt frage, gib mir nochmal bitte den Service-Eintrag IC Service Consul, dann gibt er mir jetzt die Rechner oder die Knoten raus, die halt diesen Service haben. Und das machen sie, also dieser Service wird halt angeboten, solange er nicht critical ist. Also der 1er ist auch noch da und der 2er ist halt nicht mehr da. Wenn er halt critical ist, wird er aus dem DNS-Interface rausgenommen. Und wenn man mehrere gleiche Services in verschiedenen Rechnern hat, dann macht er Round Robin über alle. Das ist auch ganz cool. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Elasticsearch Cluster habe oder so, dann habe ich halt mehrere elasticsearch.service.consul und ich kriege dann halt Round Robin ein von denen. Also das will man ja sowieso oft haben, dass man halt dann Round Robin macht. Oder man kann den halt auch Text geben, ich habe ja hier noch Text verteilt. Okay, die stellt man dann vorne an, die Text. Anyway, das ist Consul. Ist echt cool, ich habe vorher etcd und skydns genutzt und hässliche Bash-Skripte, um das gleiche zu machen. Also auch wieder, wenn ich mehrere Container habe, möchte ich natürlich wissen, welcher Container gestartet ist. Und zum Beispiel mein AirSyslog hier, meine AirSyslog-Konfiguration ist auch ganz fancy. Ich schaue verschiedene, also wenn ich meinen AirSyslog, oder wenn ich jetzt einen Logstash-Server starte in diesem Cluster, in diesem Verbund, dann wird halt der AirSyslog aller Rechner umkonfiguriert, dass halt auch die Logs forwarded werden zu dem Logstash-Server. Das ist eine sehr, sehr coole Idee. Ja, was ist Idee? Wenn nicht der erste drauf kommt. Aber man kann halt einfach zu meinem Knieb-Terminal-Cluster halt verschiedene Services einfach hinzufügen, einfach den Docker-Container starten und der Rest wird halt automatisch konfiguriert. Das ist halt eine coole Sache dabei. Okay, soweit, Fragen zum Consul. Dann gehen wir wieder zurück zur Präsentation. Genau, dann wollte ich kurz noch eine Einführung geben zu Elasticsearch. Das habe ich ja auf der Webseite geschrieben. Elasticsearch, du nutzt es wahrscheinlich, wenn du Logstash benutzt hast. Ah, nee, du nutzt ja keine Logstash, hast du gesagt. Ne? Lang. Naja, also wer kennt Elasticsearch? Keine Freunde. Das ist auch eine gute Sache. Also ich will kurz einen Abriss geben, also über die verschiedenen, oder wie Elasticsearch funktioniert, wir gar nicht so in die Details gehen, aber das einfach mal in Kontrast setzen zu anderen Datenbanksystemen. Also ganz vereinfacht gesagt, relationales Datenbanksystem ist ja einfach so ein Ordner, Ringordner, wo ich halt meine Daten abhefte. Ich muss halt vorher definieren, wie diese Tabellen, also diese Blätter sozusagen, wie die aussehen. Also ich muss sagen, ich habe halt dieses Schema, ich habe halt irgendwie Vorname, Name, Straße und Ort zum Beispiel, wenn es halt irgendwie eine Adresstabelle ist. Und dann kann ich halt da verschiedene Namen oder verschiedene Kärtchen quasi abheften. Wenn ich dann aber diese, man hat dann verschiedene Keys noch, also ja, wenn man jetzt so eine Kontaktdatenbank hat, dann habe ich halt wie gesagt Name, Vorname, Adresse und ich habe dann noch eine Kontakt-ID sozusagen. Also und dieser Key definiert dann oder identifiziert dann eindeutig diesen Eintrag. Wenn ich aber dieses Schema jetzt, wie gesagt, Name, Vorname, Adresse, wenn ich das jetzt verändern will, dann kann ich das halt nicht so einfach, sondern muss dann halt in der Datenbank, wenn ich jetzt zum Beispiel die Adresse aufsplitten will in Ort und Straßenname, dann müsste ich ja meine ganzen anderen Einträge, die ich schon hatte, müsste ich dann natürlich umschreiben. Ne? Also dieses Schema ist halt schon schön, aber es ist halt hart zu ändern und daher ein bisschen limitiert. Und ich meine, alle zu einer Datenbanksysteme sind ja ewig schon unterwegs. Und der Fokus ist halt auf dem CAP-Theorem, also Consistency, Availability und Partitioning. Also dass ich es halt gleichartig darauf zugreifen kann, also dass ich halt immer die gleichen Ergebnisse bekomme, egal wie ich zugreife, dass es halt erreichbar ist und wenn halt irgendwie mal was kaputt geht, dass es dann halt wieder reparabel ist. Aber es ist halt eine abgehangene Technologie. Ne? Kennt halt jeder und mag halt jeder.
und verlässt sich auch immer drauf. Und das ist halt so ein bisschen, also es hat sich natürlich auch geändert, aber früher würde ich mal behaupten, war es halt so ein bisschen IBM-Scaling. Also wenn ich halt einen Datenbankserver hatte und ich muss halt irgendwie mehr Daten in diesen Datenbankserver ablegen, dann kaufe ich mir eine dickere Maschine. Also es war halt so vertikal skaliert und nicht horizontal skalierbar. Gibt es jetzt natürlich auch MySQL-Cluster wahrscheinlich. Ja, seit ein paar Jahren gibt es halt NoSQL-Datenbanken. Früher hieß es mal NotSQL, jetzt heißt es wohl auch NotOnlySQL, weil es gibt auch welche, die SQL können. Das ist halt schemafrei, also ich kann halt einfach, ich habe so einen Haufen von Dokumenten und da kann ich halt irgendwas reinschmeißen. Und ich muss halt nicht vorher definieren, wie die aussehen, sondern ich lege sie halt einfach ab und greife dann darauf zu und muss halt nicht so ein Schema haben, durch das presse. Ja, dadurch, dass es halt nicht diesen Fokus oder nicht dieses Schema hat, ja, hat man halt immer natürlich ein paar Einschränkungen. Also viele NoSQL-Datenbanken sind halt spezifisch für ein Problem und für dieses Problem sind sie gut, aber so general, so generisch wie eine relationale Datenbank sind sie halt meist nie. Also man hat vielleicht einen Time-Series-Database zum Beispiel, wie wir das letztes Mal gemacht haben, die ist halt gut für Time-Series-Daten, aber halt für, nicht für den Graphen oder so. Dann hat man eine Graph-Datenbank, die ist super für Graphen, aber nicht für kleine Datenpunkte. Also die sind halt sehr spezifisch für ein Problem meistens. Und ja, wenn man sie halt generisch nutzen will, dann fallen sie halt irgendwie durch. Und ja. Aber die meisten davon sind heutzutage skalierbar, weil sie halt ziemlich jung sind und das war halt immer ein Fokus, dass man halt, wenn man mehr Daten ablegen will, einfach eine neue Box dazu legt. Und dann funktioniert das. Ein Spieler hat, wie gesagt, das ist eine Graph-Datenbank, also die liegt dann, das nutze ich halt sehr gerne für ein Inventar oder würde ich halt gerne nutzen. Ich habe so ein kleines Inventar letztes Jahr mal gebastelt oder Anfang des Jahres. Und das Coole daran ist halt, dass man halt so Beziehungen abbildet und man kann dann diese Beziehungen traversieren. Also ich kann dann sagen, ich hätte gerne den Tweet und dann muss man halt nicht alle Tabellen durchgehen, um halt in der Kreuztabelle nachzuschauen, wie ist denn die User-ID von dem, der diesen Tweet geschrieben hat. Wenn man jetzt zum Beispiel eine Tabelle hat Tweets und eine Tabelle hat Users und dann hat man noch eine Kreuztabelle, wo halt drin steht, welcher Tweet welchen User von welchem User stammt. Sondern ich kann halt einfach zu dem Tweet gehen und dann traversiere ich, dann laufe ich halt einfach diese Relation, die auf den Tweet zeigt, zu dem User zurück. Und wenn man jetzt einen riesen, also wenn zum Beispiel Facebook nutzt ja auch eine Graph-Datenbank oder wenn man jetzt sich vorstellt, man hat halt ein riesen Netzwerk mit ein paar tausend Rechnern und man hat halt einen Event, der halt auf einem Rechner erstellt wurde, dann kann ich halt diesen Event einfach mit dem Rechner verbinden und so halt viel bessere Abfragen haben. Wenn ich jetzt sagen will, gib mir mal alle Events von diesem Rechner, dann muss ich halt nicht durch alle Events durchgehen, sondern ich gehe halt einfach zu dem Rechner und dann traversiere ich halt einfach die Verbindung zu allen Messages, die auf diesen Rechner zeigen. Ja, kann man sich das vorstellen? So ein bisschen? Also eine Graph-Datenbank ist halt gut für so relationale, für beziehungsartige artige Einträge. Also ein Inventar zum Beispiel ist halt ein klassisches Beispiel. Ne? Ich habe halt einen Rack, dann habe ich da einen Rechner und diese Rechner sind halt dann verlinkt mit diesem Rack und dann habe ich an diesem Rechner Programme und diese Programme sind halt dann auch einen Link einfach zu dem Rechner und so weiter und so fort. Und wenn ich dann halt was Gleichartiges habe, dann kann ich das halt verlinken. Und dann, wenn ich dann was abfragen will, wie gesagt, jetzt ein Tweet, dann brauche ich halt einfach nur, oder wenn ich alle Tweets von dem User haben will, dann gehe ich halt zu dem User und dann traversiere ich halt alle Links zu den Posts, die er geschrieben hat. Und dann kann ich halt auch sagen, gib mir mal bitte alle Tweets, die von dem User stammen, welche von einem anderen User retweetet wurden. Also dann würde halt von diesem Retweet, würde dann wieder ein Link zu einem anderen User gehen, da steht dann halt retweetet drauf. Und dann kann ich halt diese Abfrage, gib mir alle Tweets, die von irgendeinem User, also den ich jetzt definiere, User A, retweetet wurden, dann gehe ich halt zu dem Autor des Tweets, traversiere halt zu allen Tweets dieses Users und dann schaue ich halt in diesem Tweet-Knoten, filtere ich dann alle raus, die einen Retweet-Link zu einem anderen User haben. Und das kann man mit einer relationalen Datenbank wäre das halt ein Riesenaufwand, weil man muss ja durch die ganze Kreuztabelle durchgehen und gucken, welcher Tweet kommt denn überhaupt von welchem User und dann muss man da filtern und dann muss man halt sich die Tweets nochmal angucken und schauen, wer hat denn was retweetet und bei einer Graph-Datenbank ist halt super einfach und super schnell. Und dieses Schnell ist halt das Coole. Und diese Abfragen kann ich halt maximal kompliziert machen und sagen, gib mir doch mal bitte alle Rechner, die vor 5 Tagen dieses und diese Verhalten gezeigt haben und
dass diese Abfragen sind halt sehr, sehr schön und sehr schön. Genau, ist gut für relationale Daten, also wirklich so, so Beziehungsdaten. Und ja, andere Spielart von NoSQL wäre ja, Time Series Database, wir haben das ja letztes Mal gesehen. InfluxDB, wenn man halt weiß, welche Domäne man abspeichern will, dann kann man natürlich da super ja, effizient oder effektiver die Ablage machen. Also wenn ich weiß, ich will halt nur Time Series Data ablegen, dann kann ich halt zum Beispiel sagen, ich habe jetzt meine Daten sind halt einfach Datenpunkte innerhalb eines Zeitstrahls. Also ich habe jetzt halt diese Punkte hier und ich weiß halt, es kommen halt alle 5 Minuten kommen halt diese Punkte rein. Dann mache ich mir halt, wie es InfluxDB macht und wie es auch Whisper und Ceres und diese ganzen Round-Robin-Database-Types machen. Dann mache ich halt einfach so Buckets. Ne? Ich habe halt irgendwie ein Startdatum und ich weiß halt, wie weit die auseinander liegen, diese Buckets. Und dann mache ich halt, sage ich möchte halt eine Stunde lang mit 5 Sekunden Auflösung ablegen. Dann weiß ich halt, das sind halt 1000, wie viele Punkte sind das dann, 700 irgendwas Punkte. Dann sage ich, ich habe halt 700 Buckets und ich muss halt zu jedem Bucket nicht ranschreiben, welche Zeit er hat, sondern ich weiß halt, dass die einfach nur 5 Sekunden auseinander liegen. Ja, und das ist halt dann auch ein Spielerfunkreis da. Und das ist, wie gesagt, letztes Mal haben wir darüber gesprochen. Ja, und jetzt kommen wir zu Elasticsearch. Elasticsearch ist halt eine Textdatenbank oder eine Volltextindizierungsdatenbank. Und es ist eigentlich ganz, ganz spannend, wie das funktioniert. Wenn ein Datum reinkommt, also ein Record heißt es bei Elastic, meinetwegen Name, Vorname und Ort, sag ich mal, wir nehmen mal wieder dieses Beispiel, dann wird halt aus den Einträgen Name, also aus den Einträgen dieses Records, wird dann ein Vektor definiert. Also ich habe das jetzt mal mit diesen bunten Stöckern da in 2D gemacht. Ja? Also das sind jetzt alles verschiedene Elasticsearch Record-Einträge und je nachdem, was in diesem Record drinsteht, hat er halt eine verschiedene Ausrichtung. Also das ist natürlich multidimensional, das ist natürlich nicht nur 2D, ist klar. Ja, aber es wird halt, wenn er reinkommt, wird halt irgendein Vektor definiert und dieser Vektor wird dann abgelegt und das ist quasi der Identifier dieses Eintrags. Ja? Und wenn ich jetzt eine Query mache, dann mache ich genauso einen Vektor nochmal. Ja? Also ich mache dann, wenn ich nach Name Christian suche, Christian Kniep suche, dann wird halt wieder genauso ein Vektor erstellt. Und was Elasticsearch dann einfach nur macht, und was ist einfach nur, ist natürlich auch ein bisschen Rocket Science, es vergleicht halt den Query-Vektor mit allen Vektoren, die in der Datenbank abgelegt sind. Und die Vektoren, die am dichtesten dran sind, sind halt die, die ich suche. Ja, also diese Query ist halt wieder genauso ein Vektor, der aus der Suchabfrage generiert wird. Und anstelle dann alle Einträge der Datenbank durchzusuchen, macht Elasticsearch also nur quasi, er sagt halt, okay, du siehst so aus und dann wird halt alles, was in diesem, was ähnlich aussieht, wird dann auch ausgegeben. Und das ist halt eine super schnelle Abfrage. Deswegen ist Elasticsearch auch so super schnell eine Abfrage. Ja? Also wenn ich jetzt zum Beispiel das für Logs benutze und ich habe da 5 Millionen Einträge drin und ich suche halt einen bestimmten Begriff, meinetwegen einen Hostnamen oder sowas, dann ist das halt innerhalb von ein paar hundert Millisekunden oder von ein paar Millisekunden ist es wieder da. Ja? Also weil er halt nicht durch alle Einträge durchgehen muss, sondern er sortiert halt einfach anhand dieses Vektors, was er haben will. Das ist ziemlich cool. Genau, und also wird halt dann ein Score für jeden, für diese Vektoren werden halt Scores verteilt und die mit dem höchsten Score haben halt, sind dann halt gleich, am gleichartigsten und die werden dann als erstes angegeben. Also das ist dann das Ranking, ist quasi diese Vektordifferenz von der Query zu den einzelnen Vektoren. Ja, das ist eigentlich so ganz Magic hinter Elasticsearch. Ja, basiert auf Lucene. Eigentlich ist es so, man könnte fast sagen, so ein RESTful Interface zu diesem Lucene. Also Lucene macht halt diese Volltextsuche im Hintergrund und Elastic macht halt noch macht so ein Clustering davon und hat halt so ein bisschen das so ein bisschen gepimpt sozusagen. Das Lucene. Aber im Grunde genommen ist es halt based on Lucene. Ich glaube, die neueste Version ist Lucene 5.10 oder so. Genau, also each incoming data ist indexed. Und dann hast du, wenn man diese Vektoren, es gibt dann also n-dimensionale Vektoren, die dann angelegt werden für jeden Record. Und ja, wie gesagt, eine Query wird dann auch wieder zu einem Vektor und dann wird danach sortiert. Das ist ziemlich cool. Ja, und es hat sich so dieses Akronym ELK ein bisschen eingebürgert. Es beschreibt halt den einfachsten Log-Analytics-Stack, der besteht halt aus Elasticsearch, Logstash, Kibana, ELK. Und ich habe das mal in einen fetten Container reingehauen. Also es ist quasi ein Container, wo halt alles drin ist.
Da ist halt dann Kibana 4 und Kibana 3 drin, das sind halt so Frontends, sehen wir gleich. Da ist Logstash drin, da ist Elasticsearch drin, da ist Statsd drin und Consul drin. Und ja, das ist halt total nicht Microservice. Das sage ich mal kurz. Aber es ist halt, es sieht halt, das fühlt sich so an wie eine virtuelle Maschine, kann man eigentlich sagen. Okay, dann habe ich hier ELK. Da nehme ich das Image hier, knick ELK, gebe halt diese Ports frei. Also das ist der Port von Elasticsearch. Das ist der Port von dem Logstash-Input, sehen wir auch gleich. Das ist der Port von Kibana 4, das ist der Port von Kibana 3 und das ist der Port von Consul. Und dann habe ich halt so ein paar Environment-Variablen, die ich nutze. Das fahren wir mal ab. Man sieht, es wurde nur ein Container erstellt. Schauen wir uns das Consul-Interface an. Da sehen wir auch wieder nur einen Knoten, aber einen ganzen Haufen Services. Hier Consul, Elasticsearch und so weiter. Die sollen dann irgendwann grün werden. Bam. Hier, bam. Alles grün. Alles gut. Und wenn ich. Ja, ich glaube, ich wechsle mal zu Firefox, so aus Convenience-Gründen. Das könnt ihr noch sehen, oder? Noch Toppi, ne? Ja. Wir können aber einen Reload machen. Dann habe ich jetzt hier Kibana auf Port 8080, glaube ich. Später hier, Kibana 8080. Ja, und das ist halt die Oberfläche, also Kibana 3. Ne? Ich habe jetzt hier einen Log-Eintrag. Das ist rsyslog, meldet sich quasi an und sagt hier, ich bin startklar. Ne? Also wenn ich jetzt hier einen Log absetze, Testlog 2015, dann purzelt er, dann wird er von rsyslog vorgewordet zu zu Logstash. Targets, bam, hier. Ne? Und das ist halt in so einem JSON-Format. Und Logstash hat halt Inputs, Filter und Outputs. Also hier Input habe ich jetzt halt syslog, da geht es halt hin. Ah, hier OGP habe ich. Und dann habe ich halt Filter und Outputs, das sehen wir gleich. Das sehen wir noch im Detail. Und Outputs, da wird es dann halt auch noch zu Elasticsearch geschmissen. Out. Ja, da geht es dann halt Elasticsearch Service.Consul und der Service ist halt auch lokal. Genau, und jetzt schauen wir nochmal hier auf das Interface. Wenn ich jetzt hier reloade, habe ich halt den Testlog-Eintrag. Ja, und das ist halt, also Elasticsearch speichert JSON-Blobs ab und das ist hier halt einfach auch nur ein JSON-Blob. Wenn ich, also es kommt, ist halt Typ UDP, das ist halt hier dieser Typ, der hier definiert wurde, Typ UDP. Ja. Und was halt, wenn so ein Event bei Logstash und Logstash reinkommt, was halt immer vergeben wird, ist eine ID, einen Timestamp und die Message. Und das ist eigentlich alles. Hier ist Message da. Und diese ganzen anderen Dinger, die sind halt dann entweder speziell oder für den Input oder die habe ich halt zugefügt während meines Logstash-Durchlaufs. Okay, also das ist halt mein ELK-Container, das ist auch einer, der richtig beliebt ist hier bei Docker Hub. Der hat irgendwie 70 Sternchen und irgendwie 30.000 Downloads oder so. Ja, 75 Sternchen. 32.000 Downloads. Bin ich sehr stolz auf. Okay. So generell. Also das ist natürlich jetzt, wie gesagt, das ist halt ein großer Container, wo alles drin ist. Das ist halt ein bisschen unschön, sag ich mal. Wenn man es eigentlich machen will, ist halt auf die coole Variante. Man möchte es eigentlich so als Microservice-Architektur haben. Also jetzt, wenn ich jetzt mir mal weitergehe, ich habe hier noch Folien auch, glaube ich, dazu. Genau, und jetzt schauen wir uns das mal in so einer aufgebrochenen Variante an. Ja, also ich habe halt... Die blauen Dinger sind jetzt wieder einzelne Container. Also ich habe halt einen Console-Container, ich habe einen Elasticsearch-Container, ich habe einen Logstash-Container, einen Kibana-Container und so weiter. Und ich habe einen Load-Balancer-Container, das ist halt ein Nginx einfach nur. Und dann habe ich halt eine ganze Reihe
Einfach Webserver, die sich halt als Service www bei Konsul anmelden, und der Load Balancer reagiert dann drauf, wenn ein neuer Service hinzukommt, wird halt einfach der Load Balancer diese Konfiguration neu geschrieben aus dem Template. Habe ich das hier? Ja. Und dann wird halt Nginx neu gestartet, oder nee, nicht neu gestartet, sondern mit minus S einfach nur reloaded die Konfiguration, und dann ist halt die neue Konfiguration online. Das ist halt ziemlich, ziemlich nett. Und das Template sieht halt so aus, das ist ein Konsul-Template, oder das ist ein Go-Template-Sprache. Ich definiere halt hier upstream my app. Das ist halt einfach nur die Syntax von dem Nginx. Bisschen hässlich, also hier ist natürlich ein bisschen hässlich, ist halt, dass ich diese ganzen geschweiften Klammern hier, die muss ich halt quoten. Ja, normalerweise, weil das Template halt auf geschweifte Klammern als Kommando reagiert, deswegen muss ich das halt so schreiben. Also das wird dann später werden, das sind halt nur einzelne. Ja. So, das kommt dann noch raus. Ja? Also er iteriert halt über alle Services www. Ich glaube, hier habe ich nochmal, also ich habe hier eigentlich noch hinzugeschrieben, alle Services www, die Parsing sind. Also man kriegt natürlich auch defekte Services dann. Dann kann ich noch definieren, wenn sie jetzt nur Parsing sein sollen, dann kriege ich halt auch nur die, die wirklich online sind. Und er schreibt dann halt für jeden so einen Eintrag Server, die Adresse, Semikolon und fertig. Und dann macht er halt Nginx Reload einfach. Das schauen wir uns jetzt mal an. Also wir schauen uns erstmal das Compose-File an. Also wie gesagt, wir haben halt einen Consul-Node, wir haben einen Load Balancer, das ist einfach nur ein Nginx. Wir haben einen Logstash-Container, wir haben so einen www-Container, der kein Host, also keinen Namen hat. Das sehen wir gleich warum. Dann haben wir einen Elasticsearch-Container, Kibana 3 und das war's. Habe ich das jetzt hier? Also CUP ist einfach nur Compose-Up als Alias. Compose-Up, CSD. Starten wir jetzt mal. Hat jemand Reload? Also das ist jetzt der www-Container, der hat halt keinen Namen. Also ich habe dem jetzt nicht irgendwie Hostname www gegeben, weil ich den halt gerne, da würde ich halt mehrere von starten. Wenn ich jetzt einen Hostname vergeben würde, wäre ich doof. Ne? Also ich kann ja nicht Hostname www vergeben. Wenn ich den nochmal starte, dann meckert darum, dass es den Hostname schon. Also deswegen heißt er jetzt halt hier, hat er halt die Container-ID als Namen. Das soll uns auch noch nicht stören. Ich kann auch gleich meinen zweiten starten. Dann also ich kann jetzt hier mit Compose, Scale, sage ich jetzt, ich hätte gerne von www, hätte ich gerne zwei. Dann startet er halt noch einen zweiten Container. Genau, und dann habe ich jetzt hier, also der www-Container, der gibt halt einfach nur seinen Hostnamen an und ein Katzenbild, wie man das so schön macht. Ne? Und wenn ich jetzt halt hier mit Shift-Command-Reload mache, dann kriege ich halt, also es wird ja wie gesagt Robin ja gemacht, ne? Dann kriege ich halt auch ab und zu mal den zweiten Container. Ne? Sieht man halt schön an dem zweiten Katzenbild. Genau, jetzt habe ich aber ein bisschen geschummelt. Ich habe nämlich hier so ein paar Tags vorbereitet. Git, Checkout, Checkout. Weil wie wir hier jetzt ja wie wir gesehen haben, wenn man hingeguckt hätte, aber ihr habt ja natürlich das noch nicht gewusst, deswegen sage ich es jetzt. Also es gibt halt hier die Möglichkeit, in Docker-Container wie so gescherte Folder bei VirtualBox einfach Pfade außerhalb des Containers in den Container rein zu mappen. Ja, also wie so gescherte Folder von VirtualBox oder wie heißt es bei VMware. Ja, also dass man einfach einen Ordner 1:1 in den Rechner in den Container reinmappt. Und jetzt habe ich halt hier einen Logstash-ETC-Verzeichnis. Das würde ich gerne innerhalb des Containers auf etc-logstash-conf mappen. Ja, also das überschreibt quasi, das ist halt, überschreibt halt dann den Pfad innerhalb des Containers. Und das ist natürlich eine super Idee, weil ich natürlich meine Logstash-Konfiguration dann hier auf meinem Rechner verändern kann und dann einfach den Service neu starte innerhalb des Containers, und da habe ich so einen Dienst, der halt auf dieses File hier schaut, also es legt halt dieses Remove-File an, wenn das File gelöscht wird, startet der Logstash neu und erstellt das neue File. Also das ist halt einfach nur so ein... Kopiert ihr das da rein oder ist es gemountet? Das, also dieses ETC ist gemountet hier, also dieser Pfad ist halt, der Pfad hier ist halt der gleiche wie... Wo ist der Logstash-Container?
Also hier etc logstash confd, das ist halt der gleiche Pfad. Also wenn ich jetzt hier einen Touch mache, dann ist es da. Ja? Und ich glaube, ich kann es dann hier noch nicht mal löschen. Warte. Genau. Also das sind die gleichen Pfade. So, und jetzt habe ich hier schon mal meinen super simplen erste Iteration auf meiner Logstash-Konfiguration. Ich habe halt zwei Inputs, einmal syslog und einmal UDP. Warum habe ich eigentlich beide genommen? Weiß gar nicht mehr. Ich glaube, für syslog.ng war der syslog-Input besser und jetzt seit neuestem nutze ich rsyslog und da war halt der UDP, hat sich da angeboten. Deswegen habe ich die beiden. Und als Output nutze ich halt Elasticsearch und ich nutze halt das Protokoll HTTP. Also so einfach, so gut, so einfach. Und das kann ich mir dann hier auf wieder mit so einem Kubana-Interface halt anschauen. Und man sieht schon, hier hat sich schon was getan. Der Nginx, der Load Balancer, loggt halt die Einträge, die gemacht wurden. Also sieht man das hier auch? Ja, Load Balancer, man sieht den Host. Ja. Und ich kriege jetzt halt die Messages hier einfach so ganz stumpf rein. Ne? Ich mache ja noch nichts damit, ich krieg's halt und ich schmeiße es halt gegen Elasticsearch und mehr mache ich damit nicht. Und dann kann man halt sehen, was auch so ein minimalistischer Eintrag sozusagen wäre. Ne? Also. Ah, nee, halt. Das ist doch schon zu gut hier eigentlich. Nee, weil ich das ja. Ah, ich hatte den Tag natürlich schon. Ich muss ihn nochmal laden. Ja, nee, sorry. Ich habe ja jetzt die alte Konfiguration, also die Konfiguration, mit dem ich das gestartet habe, ist ja schon super fancy mit so ein bisschen was verändern und so. Also die einzelnen Logs oder das Log halt so ein bisschen auseinanderschneiden, das wollte ich aber noch gar nicht zeigen. Und da ich das halt so gestartet habe, macht er halt schon diese ganzen schönen Sachen. Ne? Aber ich wollte euch ja eigentlich diesen ganz simplen ersten Eintrag zeigen. Das geht mir jetzt nicht. Also jetzt startet halt Logstash neu. Lädt halt die neue Konfiguration, also die Konfiguration, die ihr da gerade gesehen habt, weil das ist hier schon die schöne Konfiguration, die wollte ich noch gar nicht zeigen. Hier, so ist es schön hässlich, genau. Also das ist jetzt halt so ein minimalistischer Eintrag hier. Ne? Also ich kriege halt Messages mit leerem Eintrag, wo ich gar nicht weiß, warum ich die eigentlich kriege, aber die schmeiße ich halt in meiner super fancy Konfiguration halt weg. Wenn ich jetzt nochmal neu lade, was ist eigentlich mit der anderen Katze los? Das gibt es nicht mehr. Cache ist einfach. Dann sehe ich jetzt halt hier diesen, also das wäre jetzt so der minimalistische Eintrag. Also ein bisschen größer, glaube ich, ne? Größer als hier. So. Also man hat so ein paar Sachen, die schon ausgefüllt sind. Das ist jetzt halt diese UDP-Input hier, Type UDP. Also ich gehe nochmal zurück zu dem hier. Das ist dieser hier. Der wird halt als JSON, er sagt halt, er hat den Codec JSON. Das kriege ich halt von rsyslog, kriege ich halt diesen JSON. Und der macht halt so ein paar Sachen noch hinzu. Er hat halt einmal die Message und den Timestamp, das ist halt wie gesagt, das ist Default-Anhang und diese Version gibt es halt auch noch. Und sonst ist aber alles relativ naturbelassen. Ich habe hier so ein paar Felder, wo ich halt, die halt schon mir zukommen, also das Programm, was es geschickt hat, das ist halt dann Information, die aus rsyslog quasi rausfällt. Ja, und dann habe ich die Message selbst. Und das ist natürlich schön. Aber es ist natürlich noch irgendwie ein bisschen, bisschen wenig. Ne? Da geht noch mehr, sag ich mal. Ne? Jetzt habe ich, wie gesagt, ja hier diese schönen Tags vorbereitet. Und wenn ich jetzt mal zu dem zweiten Tag gehe, dann haue ich jetzt einfach noch einen Filter dazu. Also ich habe bei Logstash drei Sachen, Input, Filter, Output. Also Input, ne, kann man sich vorstellen, Output kann man sich auch vorstellen. Man kann halt, also es gibt halt echt eine ganze Reihe. Also es gibt einen super großen Haufen an super großen Haufen an Inputs und Filtern und Outputs. Ich zeige euch mal diese Webseite, da können wir einmal kurz durchrollen. Ja, halt. Logstash hier. Oh. Ich muss mal so fünf, ne? Also Input gibt es halt hier einen ganzen Haufen. Ne? Also es gibt Gelf zum Beispiel, das ist das, was von Greylock, dieses Format, was Greylock nutzt. Dann gibt es einen Elasticsearch-Input und einen Graphite-Input und
was nicht alles. Ein Heartbeat-Input, der ist auch cool, finde ich. Da kann man halt sagen, man stellt ein Intervall ein und dann sendet er halt immer eine Message. Also du kannst sagen, mach mal alle 500 Millisekunden, schick mal okay. Das ist ganz gängig. Das habe ich letztens bei Arbeit mal benutzt, das ist ganz cool. Dann GMX und Meetup sogar auch. Das ist ja cool. Das kann man auch machen. Capture the whole output. Oh, das ist auch nicht schlecht. Ne? Kann man sich sogar hier seinen Meetup-Updates da reinziehen. Und ich nutze halt dieses UDP. Ja. Das sind halt die Input-Plugins. Dann gibt es halt noch so einen Haufen an Filtern. Das sehen wir gleich. Erstmal machen wir noch kurz Outputs. Output gibt es auch einen Haufen. Sogar noch mehr als Inputs, glaube ich. S3, was nicht alles. Reman, Nagios, E-Mail, Hipchat. Und hier halt cool, das kannst du halt über diesen HTTP-Output kannst du natürlich auch zu Rocket-Chat-Nachrichten dann schicken. Also wenn irgendwie eine Log wirklich interessant ist und man will halt, dass alle das wissen, ganz schön halt dann dahin schicken. Finde ich cool. Ja, und Filter gibt es halt auch einen Haufen. Und da kommen wir jetzt zu. Also ja, man sieht hier den ganzen Haufen. Hier nutzen wir jetzt den Mutate-Filter. Der ist halt einfach, der verändert halt die Gestalt von dem Eintrag. Also generell, Logstash ist halt eine Pipeline, um Events zu parsen, also JSON-Blobs basically zu parsen. Ne? Die kommen halt als Input rein, alles was da reinkommt wird zum JSON-Blob und dann innerhalb auf seiner Reise durch Logstash sozusagen ist halt immer dieser JSON-Blob, der schiebt sich halt so durch und ich kann halt dann mit Filtern diesen JSON-Blob verändern. Ich kann halt Abfragen machen, kann sagen, wenn der das Feld hat, wenn er das Feld ist, wenn es ein Host ist oder kann ich halt verschiedene Filter anwenden und dann am Ende wird das halt über das Output dann irgendwo hingeblasen. Also Elasticsearch ist halt das, was sich da super anbietet, aber man kann es halt auch in File schreiben, man kann es auch über irgendwie ZeroMQ in einen anderen Prozess übergeben oder was auch immer. Also da gibt es halt endlose Möglichkeiten. So. Jetzt habe ich diese Logstash-Konfiguration hier geändert, ne? Nginx, jetzt haben wir hier halt Messages drin. Was ja auf den ersten Blick halt hässlich ist, ist, dass halt hier so ein Feld ist. Also so ein Feld, das ist halt so ein JSON, im JSON sozusagen. Das will ich natürlich nicht haben. Deswegen mache ich halt neue Felder, die halt heißen ein Message, Timestamp und so weiter. Und aus diesen ganzen Feldern mache ich halt auch wieder einzelne Felder. Dann überschreibe ich, was immer in Host steht, mit dem, was von syslog kommt. Und dann schmeiße ich halt Felder weg, die ich nicht mehr brauche. Und dann schmeiße ich es halt wieder gegen Elasticsearch. So, jetzt lösche ich mal hier das Ding. Ist auch gleich wieder da. Und dann sollte Logstash sich starten. Ja, und was auch noch super hässlich ist, also wenn man mit Containern arbeitet, also Docker ist ja ein Linux-Container, er basiert halt, also er lockt sich halt an den Kernel des Host-Systems an und ist halt einfach so einfach Prozesse, die isoliert sind voneinander, ne? Also über keine Namespaces. Und wenn ich halt mehrere Container habe und der Kernel eine Message schickt, also der Kernel einen syslog generiert, dann wird er natürlich von jedem syslog in jedem Container, weil der ja alle den gleichen Kernel benutzen, wird halt werden halt alle diesen Syslog-Eintrag haben dann. Also wenn irgendwie ein Interface unmounted wurde oder sowas und da gibt es halt einen Syslog davon, dann landet das halt alles in dem Syslog. Und dann muss man entweder halt innerhalb des Containers, also dieses Kernel-Tag halt nicht forwarden oder man kann es halt durch Logstash filtern. Ja. So, jetzt ist er wieder gestartet. Jetzt schauen wir uns mal an, wie hässlich. Ich habe immer noch diese UDP-Dinger hier, also die leeren, wo man das herkommt. Warum kriege ich eigentlich hier eine Katze nicht mehr? Here we go. Das war schön. So, jetzt sollten wir hier ein paar mehr Einträge haben. Ja, das sieht ja schon besser aus. Also jetzt steht halt hier Host schön drin und Programm ist auch ganz nett. Supervisor D. Und hier diese ganzen Geschichten habe ich jetzt halt schon mal schön rausgekratzt. Und das nochmal das Hässliche davor anschauen. Ja, ich kann hier auch ein bisschen suchen, dann mache ich es ein bisschen einfacher zu navigieren. Also ich mache jetzt hier mal eine Query. Also wie gesagt, das ist wieder das Ding. Diese Query wird dann wieder zu so einem Vektor und dann wird in Elasticsearch zu dem Vektor geguckt. Und also das war hier Stand vorher und das ist hier Stand nachher. Ist schon ein bisschen besser geworden. Ne? Ist schon mal der erste Schritt zum Sieg.
Jetzt will ich aber diese UDP-Messages weghaben. Das ist schon mal noch ein Ziel, was ich habe. Und ich möchte alle Kernel-Messages droppen. Und dann kann ich halt einfach sagen, wenn die Message halt leer ist, dann mach halt, wende halt den Filter-Drop an. Und der Filter-Drop ist einfach, schmeiß weg. Und wenn das Programm Kernel ist, dann schmeiß es auch weg. Und dann mache ich halt hier, wenn das Programm Supervisor D ist, dann würde ich gerne, dass du dieses Pattern hier ausführst. Ja, also das ist innerhalb von Logstash nutzt man Grok. Das ist so Regex für Ruby. Und das Coole an Grok ist, dass man einzelnen Regex Regular Expressions einfach eine Variable geben kann und dann diese Variable in anderen Regular Expressions wieder nutzen kann. Und das sehen wir jetzt halt hier mal in Aktion. Ja, ich habe halt diese Regular Expression SDProc. Kann ich mir mal anschauen. Also es gibt jetzt hier so ein Pattern Directory und da habe ich dieses Pattern SDProc und das matcht halt auf einen Word und was halt mit einem Minus noch getrennt sein kann und es kann auch Buchstaben haben. Und das SDProc wird jetzt hier in das Feld Programm geschrieben, also wird dann überschrieben, was da drin steht. Und Greedy Data ist halt einfach, also Punkt Stern basically, also ist halt alles. Und der ganze Rest wird halt in das Feld Message geschrieben. Ne? Ich jetzt mal auschecke. Und dann will ich noch einen Tag hinzufügen und noch ein Field hinzufügen. Weil das ja eigentlich ein bisschen misleading ist. Also Supervisor D ist so Systemd für Python, für klein und für schmal. Also es ist einfach nur so ein Init-System, was in Python geschrieben ist. Das hat sich in Docker so ein bisschen, also für Docker-Container so ein bisschen angeboten, weil Systemd hat irgendwie nie funktioniert, weil man da ja Kernel-Geschichten brauchte oder braucht und deswegen hat man Systemd. Und ich meine, wer will Systemd in einem Container, ist ein bisschen Overkill. Ne? Deswegen nutze ich halt Supervisor D. Und da Supervisor D der Prozess ist, der die ganzen Programme startet, taucht der natürlich hier jetzt als Programm auf. Aber ich bin mir halt ziemlich sicher, dass diese Log-Message nicht von Supervisor D kommt, sondern die kommt halt von Nginx. Ne? Das will ich natürlich hier jetzt reflektieren, indem ich dieses Programmfeld überschreibe mit Nginx und die Message halt überschreibe mit, also dass dieses Nginx da wegkommt und halt einfach nur die Message da wegschreibe. Genau, also checken wir das aus. Remove, logstash, edc, remove. Wieder neu gestartet. Ich kann ja derweil mal, solange er startet, mal noch eine neue Katze hochfahren hier. Nummer 2. Damit wir ein bisschen mehr Abwechslung haben. Kommen noch 2 Knoten hinzu. Kennen wir schon. Jetzt bin ich da. Ah. Oh, Katze. Kriegen die andere auch noch? Ja, anyway. So, jetzt schauen wir mal, was ich hier getan hat. Jetzt steht hier im Programm halt Nginx drin und die Message ist halt um das Nginx ärmer. So halt so unspektakulär. Und ich habe halt den Tag Supervisor D hinzugefügt. Ja? Was ich jetzt gerade noch sehe, was ist. Also, was man auch noch vielleicht ändern will, also jetzt ist ja hier der Timestamp der Message. Ist ein bisschen anders als der Timestamp, wobei, ja gut, jetzt hat er hier keine Millisekunden. Also man hat ja 2 Zeiten innerhalb von so einem Log-Analyzer. Ne? Man hat einmal die Event-Time, also wann ist es wirklich passiert und wann ist es prozessiert und wann ist es angekommen. Es kann ja sein, dass so ein Log, Syslog-Server irgendwie zu viel zu tun hat und dann sagt, okay, ich buffer das erstmal weg und dann schreibe ich das halt irgendwann anders, schicke ich das halt weiter. Das will man natürlich dann innerhalb des Parsings oder innerhalb des Log prozessieren, wenn man das natürlich reflektieren. Ja? Kann man sich vorstellen. Also ich habe jetzt einen Log-Event, der halt zu einer gewissen Zeit passiert ist, dann wird er halt auf dem Weg zu meinem Logstash oder Greylog oder Splunk oder was auch immer, wird das halt
wird da halt irgendwie aufgehalten und muss, kann halt nicht gleich weiter. Dann hat man natürlich, dann kommt die halt hier mit einer anderen Zeit an. Ja? Also es gibt dann aber, wie gesagt, Prozesszeit, Eventzeit. Ne? Wann ist es passiert und wann ist es angekommen? Und dieser Timestamp hier ist von Elasticsearch, ist von Logstash vergeben, also es ist quasi, wann ist es angekommen? Also da muss man, also ich jetzt gar nicht so super drauf eingehen, weil das jetzt hier schon relativ schnell ist, also die Prozesszeit, das ist jetzt ziemlich echtzeitmäßig jetzt hier und der Timestamp von Logstash ist sogar noch genauer, weil er Millisekunden hat. Aber wenn man halt ein Programm hat, wo man halt wirklich die Zeit des Events benutzen will, dann sollte man das halt hier auch reflektieren. Und man könnte zum Beispiel sich das hier rausschälen und gucken, ob das gleich ist mit dem hier, mit dem Timestamp. Und wenn es nicht gleich ist, dann schreibt man halt vielleicht einen anderen Timestamp rein, theoretisch. Oder man schreibt halt eine Warnung, weil die Prozesszeit zu lange gedauert hat oder so. Aber anyway. Ja, aber wie gesagt, also Programm haben wir jetzt neu geschrieben und die Message haben wir ein bisschen gekürzt. Ne? Ich mache nochmal das Gegenbeispiel auf. Ich hätte nicht so viele neu laden sollen hier. Das sind zwei gegensätzliche hier. Also hier ist einmal Nginx davor und das Programm ist noch Supervisor D. Und das haben wir jetzt hier abgestellt. Okay. Das ist das. Dann nächster Schritt. Jetzt kommt hier so ein bisschen die Magic. Starte ich nochmal neu. Bam. Jetzt kommt die Magic. Jetzt habe ich halt, es ist halt ein bisschen hässlich, ich gebe zu, ich hätte es vielleicht in mehrere kleine Sachen spalten sollen. Aber ich nehme jetzt halt einfach diese, es gibt so ein paar vordefinierte Sachen. Wir machen es mal hier so. Das Coole an Grok ist, da gibt es auch so ein Online-Tool für. Und damit kann man halt wunderbar bisschen rumspielen. Also ich schmeiße jetzt mal hier diese Log-Message rein, aber ich kann eigentlich auch zwei reinschmeißen. Also einmal den und dann einmal vielleicht den hier. Und dann kann ich hier einen Pattern definieren. Also wenn ich jetzt zum Beispiel greedy data mache, test, dann matcht er mir jetzt halt diese Events und schreibt halt alles, was gematcht wurde, in Test rein. Das ist natürlich ein bisschen wenig. Ne? Und das Coole ist, wie gesagt, es gibt so vordefinierte Grok-Pattern schon, die kommen schon mit. Und einer davon ist zum Beispiel ISO Timestamp oder Timestamp ISO, das Ding hier. Wenn ich den jetzt nutze, dann matcht er mir jetzt halt diesen Timestamp. Ne? Und so habe ich jetzt halt hier Stück für Stück dieses Ding zusammengeschustert. Und es gibt halt IP und Word und so. Also wenn ich jetzt hier mal noch IP hinzunehme. Dann matcht auch noch die IP. Und dann habe ich halt hier Word und so weiter. Und wenn ich jetzt das ganze Ding da reinmache. Und das ist halt super geil. Also das ist halt, das macht halt richtig viel Sinn, dass man sowas hat, weil man da halt schön mit ausprobieren kann. Also ist halt sehr einfach zu bedienen. Go? Was? Ah. Und jetzt macht er mir halt den Upstream-Port und diesen ganzen Kram, schält er mir jetzt hier raus und schreibt das halt in verschiedene Felder rein. Ja? Und das ist hier, habe ich jetzt quasi hier in diesen Filter geschrieben. Und wenn ich mir jetzt nochmal Kibana anschaue, dann sollten wir jetzt quasi schon fast bei der Glückseligkeit sein. Ja, jetzt stehen halt hier die ganzen Dinger schon drin. Upstream Status 404. Das Fav-Icon. Genau, also hier dann habe ich halt so Sachen drin, welches Bild wurde angefragt, wie war der Status, 200. Wenn ich einfach nur so reloade, dann kriege ich den Status 304, ne, weil es schon gecached ist. Hier. Und ja, und so kann ich halt dann meine Logs Stück für Stück immer cooler, immer weiter ausschälen. Und dann kann ich in den
In Elasticsearch kann ich dann halt hier jetzt Message mal wegnehmen und mir halt nur die Felder anzeigen lassen, die ich halt will. Dann habe ich jetzt hier das jetzt ein paar Mal mache. Boom, boom, boom. Ja, kriege das halt alles so schön vorgekaut. Und natürlich kann ich jetzt hier drauf auch reagieren. Also ich könnte jetzt einen Logsash-Filter machen und sagen, wenn der Error-Code, der Status-Code 404 ist oder 500 ist, dann ist das ja ein Indikator, dass halt der Nginx vielleicht im Arsch ist oder so. Dann kann ich jetzt sagen, wenn der Error-Code 501 ist, dann sende mal eine Nachricht in den Rocket-Chat. Oder sende eine E-Mail oder schreib einen Pfeil oder schreib eine Nachricht zu Slack oder informiere PagerDuty oder brenne das Haus ab oder was auch immer. Also da kann man halt alle möglichen Späße so machen. Genau. Ja, das war meine Kurzeinführung Logstash. Und wie gesagt, wir können uns aber die Filter nochmal anschauen. Es gibt halt wirklich einen super Haufen. Also, was benutze ich denn so? Also Drop. Superfilter, räumt auf. Ne? GeoIP ist auch cool, da kannst du halt sagen, hier, ich habe halt Long Lat und dann macht er dir da draußen Stadt. Oder nicht nur eine Stadt, sondern halt auch, was halt so kann. JSON, damit kann man halt so, wenn es so dieses Filterfeld oder dieses Fieldsfeld, müsste ich eigentlich auch mit dem JSON-Filter auflösen können, dass es halt dann expandiert in ein anderes Feld, aber ob ich das nicht gemacht, weiß ich auch nicht. Dann kann ich Ruby-Code einfach ausführen. Ich kann auch Multiline catchen, also wenn ich jetzt zum Beispiel so einen Log-Message habe, weil ich kann Java nutzen, ist das bei mir nicht der Fall, aber es gibt halt dann, wenn es ganz hässliche, lange Log-Events sind, die halt über mehrere Zeilen gehen, dann kann ich mit Multiline kann ich sagen, füg die mal zu einem Event zusammen. Also wenn ich jetzt halt 5 Log-Lines habe, die halt alle als unterschiedliche Events reinkommen, kann ich ihm sagen, nehm die mal alle und mach die dann zusammen und mach daraus nur ein Event, was natürlich auch cool ist. Ja, und Schluss. Ja, ZeroMQ ist eigentlich ganz, den mag ich gerne, wer kennt ZeroMQ? Das ist so eine Messaging-Protokoll, was halt auf TCP aufbaut, aber halt so ein paar Garantien und so ein paar Kommunikationspattern mitbringt. Also man kann halt sagen, ich habe halt einen Sender und mehrere Empfänger zum Beispiel, oder ich kann halt sagen, ich habe so eine Queue, also dass ich, wenn ich jetzt über ZeroMQ in diese Queue eine Nachricht schicke, kriegt das einer von den Empfängern und dann kann das dann abarbeiten und schickt mir dann ein Ergebnis zurück. Und mit diesem ZeroMQ-Filter kann ich mir quasi ein kleines Python-Script außerhalb von Logstash halten, was halt einen ZeroMQ-Server aufmacht und dann kann ich Logstash sagen, wenn jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal an, hier dieser Error-Code ist 505 oder so, dann sage ich, wenn dieser Error-Code 505 ist, dann schick mal den JSON-Blob an das Python-Script. Dann kann ich innerhalb des Python-Scripts natürlich alles machen, was ich will, was halt innerhalb von Logstash vielleicht nicht so einfach möglich ist. Und dann kann ich dann innerhalb dieses Python-Scripts oder Go oder was auch immer oder ja, Choose Your Language, kann dann halt da mehr Sachen machen, die ich vielleicht innerhalb von Logstash schon nicht machen kann. Das habe ich halt gemacht für, ich habe wie gesagt dieses Graph-Datenbanken-Inventory geschraubt am Anfang des Jahres. Und dadurch, dass ich dann, wenn ein Event reingekommen ist, an den Python-Script übergeben habe, der hat dann in der Graph-Datenbank nachgeschaut, ein paar Graph-Abfragen gemacht und das dann halt in den Knoten, in das JSON damit eingetragen. Also sowas wie, es kommt halt eine Nachricht über die MAC-Adresse des Rechners und dann steht da halt, die MAC-Adresse hat sich geändert, hier und die MAC-Adresse, das ist natürlich für Logs total, oder für Menschen natürlich total unschön. Also ich kann ja dann anhand der MAC-Adresse weiß ich natürlich nicht, welcher Host das ist. Und dann habe ich innerhalb des Python-Scripts halt geguckt in der Graph-Datenbank, welche MAC-Adresse oder welche Netzwerkkarte gehört zu der MAC-Adresse und in welchem Rechner steckt diese Netzwerkkarte. Und dann konnte ich halt diesen Log-Eintrag verändern und sagen, der Host so und so hat diese MAC-Adresse bekommen. Ja, und dann konnte ich halt dadurch einfach Inventar abfragen innerhalb dieses Python-Scripts machen. Ganz nett. Ja. Ja, und wie gesagt, also es gibt halt hier einen ganzen Haufen. Grog ist halt diese regex-Abfrage, Date und so weiter. Ja, wie gesagt, ganz viele schöne Sachen. Genau. Was ist denn mal bei diesem Output
Plugin InfluxDB angeguckt? Nee. Gibt's das? Hast du es gesehen? Ich glaube gerade, als du mal drüber gesprochen hast, weil das scheint interessant zu sein, um das halt mit Metadaten anzureichen. Ja, was vielleicht interessant, dass es StatsD hat gesagt, aber InfluxDB. Geht. Data Points. Ja, kann man machen. Also ist natürlich, das schreit natürlich hier auch jetzt in unserem Fall schon fast danach, das auch gleich mit einzubauen. Also dann kann ich halt so, also StatsD, wer StatsD nicht kennt, das ist so ein Matrix-Proxy, der halt im festen Intervall Metriken versendet. Also ich kann halt dem StatsD sagen, du sendest in 5-Sekunden-Intervallen. Und dann kann ich zum Beispiel Sachen hochzählen oder aggregieren. Also ich kann dann halt diesen Log-Einträgen, da steht ja drin, wie viel Terabyte gesendet wurden hier. Und ich kann dann zum Beispiel diese Bytes send zu StatsD senden und der aggregiert mir dann die Summe in 5-Sekunden-Intervallen. Also wird dann immer, wenn ein Log vorbeikommt, wird halt gesagt, okay, 3650, addiere das mal auf deinen Counter bei StatsD und dann wird alle Sekunden wird dieser Counter dann zu Graphite oder NfluxDB gesendet. Und dann wird der Counter wieder zurückgesetzt. Und dann hat man halt einen schönen Chart, wo halt steht dann in 5-Sekunden-Intervallen, wie viele Daten gesendet wurden. Das kann ich halt, wenn ich jetzt nur ein InfluxDB-Backend nutze, wenn ich jetzt versuche, also ich kann natürlich diese Daten auch so senden, aber das geht halt in die Hose. Ja? Also könnt ihr euch vorstellen, warum das in die Hose geht, wenn ich das direkt so in ein InfluxDB-Backend reinpumpe? Man ist im FluxDB auch nicht besonders sparsam mit Speichern. Also. Ja, das auch, aber ob es jetzt Graphite oder wenn ich halt diesen, ich will jetzt halt einen Chart haben, der halt so aussieht. Also ich mache es mal so als Bar-Chart, weil es ja so Buckets sind. Ne? Da steht ja dann drin Bytes, Cent und das sind halt immer 5 Sekunden Intervall. 15, 15. Warum geht das schief, wenn ich das über das normale Matrix-Backend schicken will? Also was ich ja mache, ich habe ja bei Graphite, bei Webflux, habe ich immer so Buckets, habe ich ja vorhin gesagt. Ne? Also ich habe jetzt hier ein Bucket, der hat halt den Timestamp 0. Da habe ich ein Bucket, der hat hier Timestamp 5. Und ich habe ein Bucket, Timestamp 10 und so weiter und so fort. Ne? Und da kann immer nur ein Wert entstehen. Und wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt hier 5 Bytes und dann hier 6 Bytes und dann hier 9 Bytes, 8 Bytes und hier 12 Bytes und so. Dann kann halt immer noch eine dieser Zahlen in diesen Bucket reingehen. Also wenn ich jetzt das sende, steht hier 5 drin. Wenn ich dann eine Sekunde später 6 sende, dann wird aus dieser 5 eine 6. Und ich kann halt nicht aggregieren. Also es ist halt bei diesen ganzen Matrix-Backends, da wird halt, weil die halt immer nur Sekundenauflösung haben, ich weiß nicht, InfluxDB hat vielleicht in der neuesten Version schon Millisekundenauflösung. Theoretisch. Ja. Und vielleicht. Also man kann stört auch nicht, wenn man da zwei Events sammelt. Also ja, aber die haben einen anderen Key wahrscheinlich, ne? Also du kannst nicht über den gleichen Key. Aber du willst ja auch nicht zweimal bei Center hinschicken zur selben Zeit. Ja, aber wenn es zwei Aufrufe gab. Ja, dann hast du aber beim zweiten Aufruf mehr Bytes senden, oder nicht? Nee. Also es ist ja aber nur für diesen Eintrag. Aber die zwei Aufrufe sind dann zur selben Zeit auch? Ja, wenn zwei Leute gleichzeitig eine Katze sich anschauen, dann habe ich einmal... Ja, aber dann hast du trotzdem zwei Events. Weil du dann zum Beispiel da stehen hast, Source-IP oder sowas, dann hat er einen anderen Tag-Value. Ja, aber wenn ich in meinem Metric-Backend aber eine aufsummierte Anzahl an Bytes haben will, dann kann ich nur zwei Events merchen. Ja, aber dann kannst du ja eine Aggregatfunktion benutzen, Summe in dem Fall. Auf der Abfrage von deinem Matrix-Backend und InfluxDB zu machen. Ja, klar, aber dann schmeißt du ja zwei Sachen so ein bisschen, also dann machst du ja mehr als das Matrix-Backend eigentlich. Also so ein ganz simples Matrix-Backend, so wie Whisper oder Ceres, die haben halt genau das. Also die haben halt einen Eintrag, der heißt halt hier jetzt irgendwie Bytes sent von dem Server und da gibt es halt immer nur einen Wert drin. Also InfluxDB ist ja auch so ein bisschen mehr als das. Das ist ja auch ein bisschen, man kann ja auch Events ein bisschen abspeichern. Also mit InfluxDB ist ja nicht nur eine reine Timesable-Database.
Naja, aber wie gesagt, wenn ich jetzt so ein ganz simples Matrix-Backend hätte wie Whisper und ich schreibe halt Byte Send, dann den Wert und einen Timestamp, dann wird halt immer der letzte Eintrag gewinnt halt immer. Das wird halt immer überschrieben. Und mit Stats.d habe ich dann halt hier so ein Intervall von 5 Sekunden. Da schicke ich halt dann meine verschiedenen Werte hin. Und er hat dann hier 8 drin stehen. Wenn ich dann eine 9 schicke, steht halt hier 17 und so weiter. Und nach 5 Sekunden wird das halt hier in diesen Bucket geschrieben. Und man hat dann halt das zusammen. Aber wenn ich halt, also und das gilt natürlich nicht für, wenn jetzt halt hier das Event immer nur alle 5 Sekunden kommt, dann kann ich das natürlich auch direkt schicken. Aber wenn ich halt so Sachen habe wie einen Load Balancer, wo halt zur gleichen Zeit Logs generiert werden, Einträge generiert werden, dann muss ich das halt mit irgendwie Stats.d oder sowas machen. Jo. Habt ihr noch Fragen? Sollen wir noch irgendwie das noch verfeinern oder reicht euch das erstmal als Anfang? Also ich werde das alles, wie gesagt, ich zeige das ja auf, ich schmeiße das auf YouTube und das Beispiel mache ich dann wieder so einen Blog-Eintrag draus, dass man das so nachvollziehen kann. Und ihr könnt es zu Hause nur machen. Docker habt ihr sowieso alle installiert, wenn nicht, dann solltet ihr das sowieso machen. Und dann könnt ihr das alles schön selber nachbasteln. Genau. Mein 8:30. Oder sonst noch Fragen. Aber das, also da vielleicht noch so ein bisschen Word of Advice. Man verfällt, wenn man damit anfängt, irgendwie ziemlich schnell in so ein bisschen so ein Log-Wahn, dass man halt alles loggen will. Und das ist halt, das führt halt echt, also da muss man, ich meine, dieses Tal der Schmerzen muss man vielleicht mal gehen, dass man zu viel loggt. Und dann zu viel rausschneidet und dann irgendwann ist man so ein bisschen erschlagen von den ganzen Möglichkeiten, die man hat. Also ich würde sagen, würde raten, dass man sich genau erstmal überlegt, was für ein Log-Event will ich extrahieren und sich dann nur auf diesen einen konzentriert und nicht irgendwie alles loggt und dann versucht, eine Log-Stash-Konfiguration, die alles irgendwie abfackelt, zu erstellen. Also so ein Ring der Weisen zu erstellen. Also dass man halt eine möglichst komplexe Logstash-Konfiguration macht, wo man halt alle Events, die durch die Log kommen oder sowas, dass man die dann versucht irgendwie zu erstellen, weil dann fällt man halt ziemlich schnell irgendwie so ein tiefes Tal der Tränen. Ich würde vorschlagen, schmeißt möglichst alles weg und dann überlegt euch genau, was ihr behalten wollt. Dann ist halt übersichtlicher und man braucht halt keine Elasticsearch-Cluster, weil man irgendwie Millionen von Events versucht zu speichern, die alle nichtssagend sind, sondern ja. Man kann dann halt sich da viel Trauer sparen. Achso, und wenn man Elasticsearch hat als Backend, ich habe das letzte Mal gezeigt, man kann halt diese Events auch super geil durch in Grafana einbinden und dann über seine Metriken die Events rüberlegen. Habe ich das letzte Mal gezeigt? Oder war die vielleicht letztes Mal gar nicht da? Ha! Okay, das zeige ich jetzt. Muss ich kurz überlegen, wo ich das drin habe. Also ich schmeiße den jetzt hier mal. Was eigentlich? Und schwupps, ist weg. Das hier kann es sein. Ja, also jetzt habe ich wieder ein Konsul. Jetzt habe ich mal nicht InfluxDB, sondern Carbon, Graphite API. Dann habe ich Logstash wieder, Elasticsearch, Kibana 3 und Grafana. Das ist genau richtig, das wollen wir haben. Vorne 80. Katzen sind weg. 80. Das ist eine dusselige Caching-Geschichte. Ne?
Wo kann ich den Cache löschen hier? Mach das mal in Developer Tools. Ja. Here we go. Okay, also das ist jetzt hier ein. Ja, einer schreibt halt irgendwas, egal. Also das ist jetzt Grafana. Also ich vielleicht fangen wir mal. Also die Container, die können ihre Metriken zu einem Grapher, zum Metrik-Backend schicken. Da läuft halt ein Diamond D, das ist so ein kleiner Python-Daemon, der Metriken erhebt. Und die werden dann an einen Docker-Daemon geschickt. Ja, also hier, wir gucken uns nochmal alle Server, alle Dinger hier an. Wir haben halt diesen Carbon-Daemon hier, den Carbon-Host. Wenn ich mich da mal reinbewege mit einer Shell, da läuft halt dieses Diamond, erstellt halt jetzt, hebt halt die Metriken. Und ich habe dann einen Carbon Relay und ich habe zwei Carbon Caches. Und was die machen, ist halt, die nehmen Metriken an in dem Format, das ich jetzt hier mal kurz präsentiere, Test 1, 2, 3, oder nehmen wir mal Random und einen Timestamp. Random und einen Timestamp. Zack. Und das hier schicke ich jetzt einfach mal an Carbon, also quasi an Localhost 2003. So, zack. Jetzt schicke ich das noch ein paar Mal. Und dann wird das jetzt von einem Carbon Daemon angenommen, oder erst vom Relay, der jetzt mal an die Carbon Daemons weitergibt, und im Whisper-File-Format abgelegt. Das hier quasi. Und was das ist? Es ist halt einfach wieder diese Buckets. Also ich habe halt in dem Whisper-File-Format habe ich 16 Byte Header. Da steht halt drin, wann ist der Startpunkt von diesem File, wie viele Buckets hat es und welche Rotation. Also wenn die jetzt, man kann auch mehrere Ringe, also ich will jetzt ARD-Tool, ARD, also Round-Robin-Datenbank, das sind ja einfach nur Ringe. Ne? Also ich schreibe jetzt hier zum Beispiel bei den 5-Sekunden-Intervalle. Und das sind jetzt, sagen wir mal, das sind Minuten lang, also 12 5-Sekunden-Intervalle. Und wenn ich angekommen bin, wenn ich halt eine Minute vergangen ist, dann schreibt er das halt immer so weiter vor. Das ist halt so ein Rolling Update. Also ich kann jetzt hier, also ist klar, also ich habe jetzt immer nur eine Minute lang habe ich 5-Sekunden-Intervalle und das wird halt immer weiter geschrieben. Ne? Und dann kann ich aber auch sagen, ich hätte gerne zwei Ringe. Und der hat dann meinetwegen Minutenintervall oder 30 Sekundenintervall. Und dann würden halt, wenn 30 Sekunden vergangen sind, würden hier ein Average drüber gebildet, oder ich kann halt definieren, wie die zusammengezogen werden. Wenn ich zum Beispiel ein Minimum habe, will ich natürlich nur das Minimum von den 30 Sekunden haben. Und dann wird das halt in den zweiten Ring geschrieben. Also kann ich jetzt in einem Whisper-File kann ich dann auch mehrere Zeitintervalle drin haben. Also ich kann halt sagen, einen Tag lang mit 5 Sekunden Auflösung und dann eine Woche lang mit 30 Sekunden Auflösung und dann 5 Jahre lang mit Minuten Auflösung. Ne? Also ich kann da verschiedene Ringe drin haben. Und dieses Whisper-File kann ich mir mit Whisper-Info, kann ich mir die Metadaten anschauen. Da steht halt drin 5 Sekunden-Punkte, so viele Punkte haben wir, so groß ist das File. Also es wird halt schon gleich archiviert, gleich alloziert, die ganze Geschichte. Und hier ist die Aggregation Method, also wenn ich mehrere Ringe drin hätte, dann würde halt ein Average drüber machen. Und wenn ich mir dann mal die Daten da rauszerge, Whisper Fetch, der Tail, oder mal so. Da sind natürlich alle Non, also sind halt alle vorinitialisiert mit Non. Und da, wo ich dann halt was geschickt habe, da steht dann was drin. Wenn ich jetzt nochmal was schicke, steht es halt drin. Ne? Genau, und das rotiert natürlich dann immer weiter. Ne? Alle 5 Sekunden kommt ein neuer Bucket hinzu sozusagen und dann geht das Rad einmal weiter. Genau, und da jetzt ein Rechner oder ein Container zumindest Metriken schickt, hat man halt jetzt hier diesen. Haben wir jetzt hier ein paar Metriken von dem Elasticsearch Container. Der schreibt halt hier Programmgeschichten rein und Netzwerksachen. Also jetzt habe ich von dem hier, das sieht man jetzt halt hier, die Netzwerklast.
Genau, und jetzt habe ich euch ja gesagt, man kann da spaßige Sachen mitmachen. Ja, hier sind sogar ein paar Logs. Man kann halt in Grafana Annotations setzen, sogenannte. Und dann werden die halt über die Graphen rüber geblendet hier. Also das, was wir jetzt hier gesehen haben. Zwei, hier. Dashboard, diese Message. Das ist halt 1:1 diese Message hier. Und man kann dann natürlich hier, man hat es ja gesehen, verschiedene Filter anwenden. Also deswegen habe ich halt diese Tags vergeben und so. Ich kann ja zum Beispiel sagen, gib mir nur die Tag. Weil diese ganzen Dashboard-Scheiße braucht ja kein Mensch. Aber gib mir mal nur die. Haben wir noch mal was anderes außer Dashboard? Hier zum Beispiel. Die vom Programm eher syslog.d sind. Programm. Eher syslog.d. Schwupps. Ist ja schon ein bisschen weniger. Und wenn ich jetzt hier Logger-Test mache, Testlogger. Kommt dann da raus. Programm-Logger. Das ist doch super. Nein, Template habe ich nicht. Rotations. Date. Raus. Boom, boom. So. Ja. Und so kann ich halt, also das ist eigentlich das, was man haben will. Also Metrik alleine, okay, cool, aber langweilig irgendwie. Logging alleine, auch schon mal nicht schlecht, aber was richtig cool ist, beides zusammen. Weil die Metrik hier, wenn ich jetzt zum Beispiel diese Metrik mir anschaue, kann ich ja auch sagen, ja, keine Ahnung, was da passiert ist. Ne? Da ist halt irgendwie CPU hochgegangen oder Netzwerk irgendwie was rausgegangen. Aber stellen wir uns vor, wir wollen halt irgendwie einen R-Sync machen. Also ich habe jetzt irgendwie einen Job, der mir nachts um 2 irgendwie mein Backup von A nach B schiebt. Dann geht halt hier die Netzwerklast hoch. Und irgendjemand, der schon länger dabei ist, der sagt sich, ich glaube, das ist halt dieser Backup-Vorgang, der da gerade läuft. Aber wenn man dann so einen Log hat, wo halt steht, Backup startet. Zack. Und ich kann dann einfach drüber gehen und sagen, Backup startet. Oder dann kann ich sagen, Backup hier geschlagen. Und dann sehe ich hier, halt. Ja, das ist zu lang. So. Also dann kann ich natürlich viel schneller sehen, was überhaupt los ist. Und das ist natürlich, also das, dann wird es richtig cool. Und dann geht es natürlich wieder, was ich vorhin gesagt habe, muss man dann unterscheiden zwischen Processing Time und Event Time. Also wenn eine Nachricht, also wenn jetzt diese Backup-fehlgeschlagen Geschichte, wenn die jetzt eine Stunde zu spät bei Syslog eintrudelt, dann sehe ich halt diese Linie will ich halt an der Event Time ausrichten und nicht an der Prozessier Time. Ne? Also wenn die eine Stunde verspätet reinkommt, hat die ja eigentlich oder sollte die halt immer einen Timestamp haben, sodass ich dann halt im Nachgang sagen kann, okay, ich schreibe halt das Timestamp-Field neu und überschreibe das, was da drin stand. Also wenn es angekommen ist, wird halt eigentlich als Timestamp genommen, aber wenn ich jetzt halt einen Timestamp in dem Log-Eintrag drin habe, dann kann ich den ja überschreiben mit dem, was halt im Log-Eintrag drinsteht, weil der ist ja immer richtig. Davon vorausgehend, dass man halt so ein NTP hier irgendwie laufen hat. Ne? Das ist auch ganz wichtig bei Logging, ne? Dass man die Zeiten auf allen Rechnern abgleicht. Dass halt nicht einer irgendwie in 5 Minuten nachläuft oder so. Das wird dann auch schön hässlich. Yep. So, jetzt aber. Ja, und hier hätten wir jetzt ja das komplette kompletten Stack, ne? Also wie es gefällt. Konsole, Kabeln, GAPI. Also Graphite API ist so ist eine API für die Metriken. Grafana zum Darstellen und Logging, Elasticsearch, das ist alles. Also das ist quasi, das damit wird ihr glücklich. Und das sieht übrigens auch alles bei GitHub.
dieses Orchestra, da gibt es halt ganz viele verschiedene Knoten drin. Da gibt es auch ein Elasticsearch Testbed und ein Kafka Testbed, womit man den Rechner noch ein bisschen stressen kann. Habe ich das schon? Ja. Ja, was haben wir hier noch? Slurm, Registry. Ja. Ja. Okay. Soweit, so gut. Nächstes Mal können wir vielleicht noch ein bisschen mehr werden wieder. Aber ich glaube, es war irgendwie so ein Golang-Meetup oder sowas. Vielleicht ist auch einfach die Konkurrenz gerade heute ein bisschen stärker. Da habe ich natürlich nicht drauf geachtet, dass ich es eingestellt habe.